Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Olfert & Co. Heute wollen wir euch einfach mal eine neue Uhr aus dem Hause Oris präsentieren. Und zwar dreht sich heute alles um die Oris Aquis Date Kaliber 400. Dieses Modell hat das wundervolle neue Werk aus dem Hause Oris verbaut mit bis zu 120 Stunden Gangreserve. Jawohl, habt richtig gehört, 120 Stunden Gangreserve und 10 Jahre Garantie. Ich würde sagen, wir schauen uns das Modell zusammen mal im Detail an und dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß. So, vor uns sehen wir nun also einmal die Box der Oris Aquis. Schauen wir mal nach vorne. Schriftzug Oris, Hölstein 1904. Das Ganze ist wie immer oder wie man es kennt aus diesem hochwertigen Pappmaterial gefertigt. Das gefällt uns sehr gut, ökologischer Aspekt. Dann haben wir einmal ein Begleitschreiben zu dem Kaliber, das legen wir mal kurz beiseite und sehen hier die eigentliche Uhrenbox, ebenfalls mit Oris-Logo auf der Vorderseite und ansonsten sehr schlicht gehalten. Doch was darin ist, schauen wir uns in einem Moment an. Auf der Unterseite haben wir nochmal einen kleinen Ausschub. Hier befinden sich dann die Garantiekarte auf der rechten Seite, die entsprechende Bedienungsanleitung und nochmal Garantiebestimmungen sowie die Service Center. Aber das legen wir jetzt auch erstmal beiseite. Wirklich schön, was Oris hier beigelegt hat mit dem Kaliber 400. Nochmal ein bisschen die Entstehungsgeschichte von Oris. Das gesamte Werden, das ist wirklich schön. Und natürlich noch mal ein paar Details zu dem Kaliber und den entsprechenden Modellen. Sehr gut gelöst, gefällt uns sehr schön. Aber wir gucken jetzt zuerst mal, was sich hierin verbirgt. Und das ist die Oris Aquis Date 43,5 mit dem Kaliber 400. Wir sehen schon hier ein entsprechendes Zertifikat, eine Plakette Oris 10 Years Warranty. Also Oris gibt hier wirklich 10 Jahre Garantie auf das Werk. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das Modell zusammen in der Nahaufnahme an. So, nun haben wir das Modell einmal vor uns. Auf den ersten Blick natürlich eine klassische Oris Aquis in 43,5 mm. Die Gehäusemaße sind gleich geblieben. Die Gehäuseform auch. Und das ist natürlich sehr schön. Ein bewährtes Format, was natürlich auch seinen Anklang gefunden hat. Farblich sieht man jedoch natürlich hier ein etwas grelleres, etwas schöneres Blau. Wirklich sehr schön verspielt, metallisch auf dem Zifferblatt. Natürlich haben wir auch weiterhin die drehbare Lünette mit dem Keramik-Inlay. Lässt sich auch wunderbar bewegen, hat einen sehr schönen Rastpunkt. Sehr angenehm. Und das Farbspiel ist natürlich Wahnsinn. Man kann es auch erahnen, wir haben natürlich auch Saphirglas auf der Front. Somit auch gegen Kratzer geschützt das Ganze. Weiterhin das Edelstahlgehäuse. Dieses ist schön mattiert bzw. sabliert. Sieht auch sehr hübsch aus. Und natürlich die verschraubte Krone auf der 3-Uhr-Position mit Oris Schriftzug und leichtem Kronenschutz. Doch bevor wir zum Werk kommen, schauen wir uns noch einmal den Rest der Uhr an. Wir haben die bekannten Oris Kautschukbänder, wirklich sehr schön. Angenehmer Tragekomfort, mündend hier in die Oris Fallschließe. Diese hat auch die bekannte Taucherverlängerung, auch einfach nur klasse gelöst. Lässt sich wunderbar verstellen, auch über den Tag oder gerade im Sommer, wenn der Arm mal ein wenig dicker wird. Sehr, sehr gut. So, ansonsten haben wir hier das Datum auf der 6-Uhr-Position. Das Fenster ist minimal größer als im Vergleich zu den Schwestermodellen. Und darüber hinaus haben wir natürlich den Schriftzug hier ebenfalls auf 6 Uhr mit Aquis. Und natürlich die Wasserdichtigkeit von 300 Meter bzw. 30 Atmosphären.
Das Spannende ist jedoch tatsächlich die Ziffer, die sich darunter verbirgt. Und da steht noch einmal 5 Days. Also wir haben hier wirklich das nagelneueste Manufakturkaliber aus dem Hause Oris mit 5 Tagen Gangreserve. Und das ist ein absolutes Statement. Und wenn man das jetzt nochmal hiermit vergleicht, 10 Jahre Garantie auf ein nagelneues Manufakturkaliber. Also das ist eine absolute Ansage und eine super Neuheit aus dem Hause Oris. Dann schauen wir uns einfach mal an, wie sich das Ganze hier einstellen lässt. Natürlich butterweich, da hat sich nichts dran verändert. Auch der Aufzug fühlt sich jetzt im ersten Moment nicht anders an. Sehr angenehm leichtgängig, jedoch mit entsprechendem spürbarem Widerstand. Wie gesagt, lässt sich die Zeit wunderbar einstellen. Und auch das Datum springt ohne weiteres perfekt um. Durch leichtes Andrücken können wir die Krone wieder verschrauben. So, und nun sehen wir das wunderschöne Modell bzw. das Werk einmal in voller Pracht von unten. Auch eine absolute Neuheit aus dem Hause Oris ist natürlich hier sofort sichtbar. Nämlich ein Glasboden bei einer Taucheruhr mit 300 Metern. Das kennt man sonst nur von der Tissot SeaStar. Und wer jetzt genau hinschaut, dem fällt vielleicht ebenfalls etwas auf. Denn wie hat Oris es geschafft, eine 5-Tages-Gangreserve hinzubekommen? Und zwar haben wir hier rechts und links tatsächlich zwei Federhäuser, die in Kombination arbeiten. Und das alles hier in diesem Werk, in dem bekannten Gehäuse, das alles unterzubringen, das ist wirklich eine Meisterleistung. Das ist echt wahnsinnig gut gemacht, gefällt uns sehr gut. Einfach nur klasse. So, und schauen wir uns einfach in dem Zuge auch nochmal die Leuchtmasse an. Wir haben bei diesem Modell Superluminova verbaut, auf den Zeigern, so auf den Indexen. Und daher auch bei Nacht optimal ablesbar, überhaupt gar kein Problem. Dann schauen wir uns einfach nochmal die Maße an. Und da kommen wir handgemessen auf 43,2 mm im Durchmesser. Die Gehäusehöhe beträgt 13,3 mm. Und der Hornabstand liegt bei 50 mm glatt. Also absolut angenehme Maße. Das Modell mit diesem neuen Manufakturkaliber ist tatsächlich etwas teurer im Vergleich zu der normalen Aquis. Und da kommen wir auf einen UVP von 2.900 €. Aber wenn man überlegt, was man dafür bekommt, beziehungsweise dieses Werk, diese Neuheit, ist das natürlich schon in irgendeiner Weise gerechtfertigt. So, dann schauen wir uns in dem Zuge auch einfach nochmal das Gewicht des Modells an. Und da kommen wir auf 132,92 Gramm. So, nun habe ich das Modell einmal für euch angelegt. Ihr seht es jetzt an einem Handgelenk von 18 bis 18,5 cm im Umfang. Und das trägt sich einfach perfekt. Wirklich super schön, auch in Kombination hier mit einem blauen Kleidungsstück. Das Zifferblatt macht einiges her. Nicht so auffällig, je nachdem in welchem Licht das Ganze präsentiert wird, wirkt es anders. Also eine wirklich schöne Changierung. So, und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende von unserem Video zu der Oris Aquis Date Kaliber 400. Wir hoffen natürlich, das Video hat euch wie immer gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie bitte einfach unten in die Kommentare. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und ein Abo dalasst oder das Video liked. Wir wünschen frohe Weihnachtstage und bis zum nächsten Mal. Ciao.